Hallo liebe Leute, willkommen wieder hier auf meinem Kanal und heute gibt es einen kleinen Wasmon-Haul. Und zwar, ich kann nicht widerstehen. Ja, ich habe dieses neue Set hier von Catrice und Essence mit den Disney-Dschungelbuch-Editionen mir geholt. Und als erstes möchte ich euch praktisch die Produkte zeigen und dann noch die anderen Sachen, die ich gekauft habe. Und das erste, wie gesagt, ist diese Tasche hier. Und ich finde die richtig cool. Das Grün gefällt mir sehr, 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 sehr gut, muss ich sagen. Ich habe es, wie gesagt, noch nicht ausgepackt. Also, da war noch eine Umfolie drin, ja. Also, so sieht es jetzt komplett aus. Ne? Dieses wunderschöne Motiv drauf. Es ist so schön. Ja, ich liebe es. Ich liebe es einfach, Leute. Es ist so schön. Und wir haben hier dann das Krisselpapier. Und das ist die Blick in dieses Täschchen. So. Und da haben wir dann noch zusätzlich zu der Tasche noch die Produkte drin gehabt. Das erste Produkt ist ein Toner in diesem krass tollen Grün. Also mit Glycerin und Shea-Butter. Und das fühlt sich super spannend an. Mal schauen, wie es riecht. Okay. Ist auf jeden Fall eine weiße Flüssigkeit. Ja, riecht jetzt nach nichts. Also schier buttermäßig. Also es riecht pflegend. Ne? Aber es ist halt ein Toner. Und da mache ich auf jeden Fall nichts falsch. Das finde ich schon mal ganz cool. Das nächste Produkt, das ist dann ein Primer. Und steht da sogar noch was, das steht auf Englisch drauf. Nee, doch. Feuchtigkeitsspendende Grundierung mit Aloe Vera, Niacinamid und einen delikaten tropischen Duft auf die gereinigte Haut auftragen und 10 Sekunden trocknen lassen, um die Fixiereigenschaften zu aktivieren. Naja, tropischer Duft, dann bin ich mal gespannt. Also ich pumpe und ich pumpe und es pumpt. Ah, jetzt kommt mal was. Es dauert ein bisschen. Okay. Okay, es riecht wirklich. Oh, das riecht cool. Das riecht nach Ananas. Das riecht, glaube ich, nach Ananas. Also das hat einen interessanten Duft auf jeden Fall. Doch, das gefällt mir. Ich mag es, wenn Produkte riechen. Oh, das gefällt mir. Okay, das ist auch was Cooles. So, und das nächste Produkt ist ein Pure Volume Mascara Waterproof. Also ein normaler Mascara. Aber halt, wie gesagt, mit dem Disney-Motiv drauf. So sieht das Bürstchen aus. Und wie gesagt, das Design, das ist einfach so hübsch. Und das letzte, was hier noch drin ist, ist noch ein Lippenstift, der dabei ist von, auch von Catrice, wie gesagt, das ist jetzt Baloo, die Nummer 010. Also ein Lip Balm, es steht nicht Lippenstift oder so, Lipstick oder so. Ich bin mir gerade unsicher, ist der noch, der ist noch zugeklebt, okay. Ich bin immer so, ich will das aufhaben. Und dann sehe ich erst zu spät, dass da, sagt immer noch, diese Kleber drauf sind. Ein bisschen doof. Das muss ich sagen, das macht das Produkt so ein bisschen unschön. Jetzt eine Seite mit den Kleberisten drauf. Da muss ich mal sehen, dass ich die dann noch abbekomme. Ich hoffe es. Das kriege ich denn nicht auf, weil ich die Finger so gleich klebrig habe. Sag mal. So, jetzt aber. So sieht's aus, ne? Und Leute, ich weiß nicht, ob man es sieht. Ich hoffe es so sehr. Da ist ein Motiv drauf gedruckt. Und zwar ist da ein B drauf und dann sieht man hier ein Baloo. Und dann sieht man dann noch so wie Blütenknospen, ein Berg, dann die Fahne. So wirklich wie ein Dschungel. Das ist so hübsch.
mir gar nicht verwenden. Oh, der ist hübsch. Doch, der gefällt mir. Sehr schön. Ja, und da ist die Tasche leer. Und ich muss sagen, wie gesagt, das gefällt mir schon sehr gut. So, also sowas finde ich echt cool. Könnte ich mir sogar vorstellen, was ich da schon reintun dann werde. Dann machen wir weiter. Und da haben wir hier zwei Nagellacke. Moment, so, den noch drin. Und zwar haben wir einmal hier von Essence die Farbe 01 Noir und die Farbe, ich habe mich, habe ich irgendwas hin? Die Farbe 02 Courage. Also die Farbe hier, das ist so ein Orangeton. Ja, sieht richtig schön aus. Und die andere Farbe, das ist so ein rötlicher Ton. Sieht so ein bisschen aus wie Ziegelsteinfarben, so, ne? Dann haben wir hier noch von Essence ein Eyeshadow Primer mit dem Motiv, ne? Da ist jetzt Simba drauf, ne? Also wir haben jetzt hier Dschungelbuch und Simba. Und dann hatte ich geholt noch von Essence hier diese Shimmer Body Öl. Und zwar ist das so die Farbe, Nala steht hier drauf, 02 Under the Stars. Und ich fand das richtig schön, muss ich sagen. So sieht das denn aus. Dann kann man das praktisch überall am Körper anwenden. Fand ich, riecht auch vom Duft her ganz angenehm. Ich finde, das riecht so ein bisschen nach Vanille. Es hat so einen leichten Vanilleton. Und dann hat man halt so schöne Schimmerpartikel auf der Haut, die aber nicht so krass sind. Und das finde ich eigentlich auch ganz cool. Und dann hat man praktisch gleich noch so eine kleine Feuchtigkeitspflege noch dazu, weil es halt ja so ein Bodygel ist. Wo habe ich jetzt den Deckel hingetan? Habe ich den Deckel zur Seite gelegt? Und ich finde den Deckel jetzt nicht mehr. Das ist ja verrückt. Ich werde den bestimmt noch finden. Ich habe mir den Deckel hier. Ich habe hier ein weißes Pad und darauf habe ich mir jetzt den durchsichtigen Deckel getan. Ja, brauche ich mich nicht mehr wundern, dass ich ihn finde. Da steht noch dazu, schimmerndes Gel für den Körper mit einer luxuriösen, leichter Textur und multidimensionalen Schimmerperlen, spendet der Haut Feuchtigkeit und erlässt einen erfrischenden Kokosnussduft. Ah, ja, Kokosnussvanille ist meist ähnlich. Der süchtig macht, vor Gebrauch gut schütteln. Ja, also das ist ein schönes Produkt. Das gefällt mir. Nun zu den letzten Produkten von diesen Disney Collection. Da haben wir einmal von Essence die Lidschattenpaletten. Mhm. Da haben wir einmal hier diese Mufasa und Simba. So sieht das von hinten aus. Ich werde jetzt aber nicht swatchen, Leute. Und dann haben wir hier diese schönen Farben, die sehen einfach so toll aus. Und es sind alles Töne, also keine also solche Cremesachen, sondern das sind alles gepresste Partikel. Und da haben wir halt, wie gesagt, verschiedene Glitzertöne schön dabei. Und sogar recht viele. Und das finde ich richtig gut. Die gefällt mir super. Die nächste, das ist die hier. Mit Timon, Pumba und Simba. Und haben wir diese Farben drin. Und haben wir so Goldschimmertöne und dann Erdtöne. Und das finde ich auch sehr praktisch. Und dann muss ich mal schauen, ob das passt. Das nächste ist diese hier. Und diese hier. Tada! Die finde ich von der Struktur her auch ganz cool. Das ist so wie so ein Stoffbezug. Also das fühlt sich auf jeden Fall richtig, richtig cool an. Gefällt mir schon mal ganz gut. Und so sieht es von hinten aus. Und das sind die Farben dazu.
Und da ist halt auch mal was Krasses dabei, gerade dieser Pinkton hier. Das würde ich so sonst nicht anwenden und das sieht richtig cool auf jeden Fall aus. Also das gefällt mir schon mal ganz gut. Hoffe, das passt, aber ich glaube nicht. Vielleicht lasse ich es auch offen, das passt ja dann auch. Okay, oh, die letzte hier. Da haben wir dann noch die mit hinten drauf, die Abdrücke. Und die sehen so aus und da gefällt mir halt diese grünen Glitzertöne, diese hier und diese bräunlichen Erdtöne, die so ein bisschen glitzern. Ja, sehr, sehr schön. Und was sagte ich, ob das passt? Denn ich dachte, vielleicht könnte ich die ja so reinpacken. Aber das geht nicht. Nee, das passt leider nicht. Da muss ich mal schauen, wie ich das dann mache. Ob ich es dann, wie gesagt, dann so wenigstens offen lasse oder so, ne? Da könnte ich dann praktisch noch den Primer dazu tun und den Lippenstift und den Nagellack. So, dann passt das so. Und den Rest dann halt extra packen, jo. Der Mascara passt doch hier bestimmt auch noch rein. Der Mascara passt hier noch mit rein. Perfekt, so. So hatte ich mir nämlich das gedacht, dann passt das, ist dann praktisch so die Reihe, die ich nicht ins Bad packe, dann so beisammen und das, ja, muss ich mal schauen, wie ich das wegpacke. Ja, ich hatte mir noch andere Sachen bei Rossmann gekauft. Und zwar, muss noch gucken, wie rum. Einmal, das ist ja so eine neue Sorte von denen, und zwar einmal die Verwöhnmaske. Lass die Seele baumen mit Hyaluron, Aloe Vera und Pfingstrosenextrakt. Und das andere ist die Handmaske. Mach mal Pause mit Hyaluron, Mandelöl, Pfingstrosenextrakt. Jo, finde ich immer ganz praktisch, sowas. Das habe ich mir also mitgenommen. Dann war es noch von Essence hier. Das war jetzt die Blooming Bright Edition. Und zwar ist das hier ein Mattifying Stone Roller. Und zwar steht hier mattierender Steinroller. Strahle an den richtigen Stellen. Der Gesichtsroller aus echtem Vulkangestein gleitet mühelos über das Gesicht, absorbiert das überschüssige Öl und hinterlässt ein mattes Erscheinungsbild, sanft über die glänzenden Partien des Gesichtsrollens, mit oder ohne Make-up verwendbar. Es wird nichts verwischen. Reinigung, nimm die Kappe ab, entriegle den oberen Teil, nimm den Stein heraus, um ihn mit warmem Seifenwasser zu spülen. Lass ihn an der Luft trocknen, bevor du ihn wieder einsetzt und verschließt. Bei regelmäßigem Gebrauch solltest du das Produkt nach 1 bis 2 Monaten austauschen. Ich fand, das hat sich sehr, sehr gut angehört. Ich mag Klebis nicht. Immer ist überall ein Klebi dran. Nein. Ich mag euch Klebi-Sachen nicht. Ich mag sie einfach nicht. So, ich habe keine Ahnung, wie die Anwendung dann sein wird. Ich habe es nur gesehen und dachte, naja, es ist eigentlich wirklich nur dieser Stein hier vorne. Das andere ist so zum Halten da. Da ist nicht mehr Produkt oder so. Es ist wirklich nur dieser Stein, der hier so rollen kann. Und hört sich ein bisschen laut an. Das hört ihr nicht. So. Bin ich mal gespannt, ob das was bringt. Also ich werde es mir mit hier hin tun auf jeden Fall. Ich werde es mal ausprobieren. Hat sich auf jeden Fall interessant angehört, ob es was bringt. Das werde ich dann sehen, wenn ich es brauche. Momentan habe ich nicht das Gefühl, dass ich es brauchen werde. Aber wie gesagt, ich werde es mal mit ausprobieren. Wie gesagt, spannend hat sich es angehört. Dann kommen wir noch zum vorletzten Produkt von Isana. Haben wir hier dieses Deo-Spray, ganz normal, Kokos Vanille. Es riecht mehr nach einer Vanille als nach Kokos, ist aber okay. Und zuletzt habe ich noch von Domurme geholt hier Parfüm und Style, den Raumduft mit Jungle Blossom. Ich habe es noch nicht gerochen. Ich habe es ehrlich gesagt noch nicht gerochen. Und ich will es aber wissen, wie es riecht. So, genau, also hier steht halt zur Anwendung. Also wir haben halt hier
unser Gefäß, wir haben hier die Stäbchen. Öffnen Sie vorsichtig den Schabverschluss, drücken Sie von oben durch die Öffnung das weiße Dichtungsplättchen aus dem Verschluss heraus, schrauben Sie den Verschluss wieder vollständig auf den Duftflakon, geben Sie anschließend die gewünschte Anzahl Stäbchen in den Duftflakon und ordnen Sie die beliebig an. Die Duftessenz wird über die Stäbchen aufgenommen und verteilt sich nun gleichmäßig im Raum. Je nach Raumtemperatur und Anzahl der Stäbchen beträgt die Reichweite circa, das hört sich doof an, circa 4 bis 6 Wochen. Stellen Sie den Duftflakon standsicher auf eine Waagerechte und so weiter, damit nichts verschüttet wird. Regulieren Sie die Duftintensität selbst. Je mehr Stäbchen Sie verwenden, desto intensiver sieht Duftentfaltung. Ja, ich mag es, wenn es duftet. Muss ich ganz klar sagen, das mag ich schon, wenn es duftet, und ich merke, das ist vollkommen okay. Ich bin gespannt, wie es riechen wird. Okay, oh, da ist schon der Verschluss ab. Also das ging jetzt aber wirklich recht fix so. Ja, so rum. Hier noch, also es riecht auf jeden Fall schon mal nach was. Aber ich würde es jetzt nicht so als so krass intensiv bezeichnen. Mal schauen, also wenn ich das jetzt hier stehen habe. Na, mal schauen. Also, so sieht es jetzt aus. Recht unspektakulär. Bin mal gespannt. Also, ich mag sowas gerne mal rumstehen haben. Abends mache ich mir immer noch eine Kerze an und sowas. Aber jetzt so über den Tag, ich mag es einfach, wenn es hier nach was riecht. Ich habe hier auch ein Duftspray stehen. Also, im Notfall, wenn ich sage, okay, ich brauche doch noch mal ein bisschen mehr Duft, dann sprühe ich mir das hier gerne noch so ein bisschen rum. Ja. Damit habe ich euch mein Rossmann Haul gezeigt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Denn mir hat es gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Schreibt mal gerne in den Kommentaren, ob ihr diese Disney-Kollektion, ob ihr euch davon was geholt habt. Wer genauso wie ich nicht widerstehen konnte. Und ich würde mich auch über ein Abo von euch freuen. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Und dann bis zum nächsten Mal. Lasst es euch gut gehen und tschüss.